So, schon wieder 2 Wochen vorbei. 14 Tage gehen immer schneller, vor allen Dingen mit den Vorbereitungen. Ich meine manchmal, ich würde es gar nicht schaffen, die Themen zur nächsten Sendung vorzubereiten. Ich begrüße alle Damen ganz herzlich, alle Herren ganz herzlich, alle Schweden ganz besonders herzlich, die sich noch gar nicht gemeldet haben. Ich dachte, ihr stürmt jetzt und sagt, komm nächstes Jahr vorbei. Wenn ihr mich nicht sehen wollt, dann gehe ich eben nach Finnland. Nee, also die lieben Zuschauer aus Schweden, bitte einfach mal melden, falls es irgendwo irgendwelche Möglichkeiten gibt, wo man drehen kann, wo was Interessantes ist, wo ein Club ist, wo ein irgendetwas anderes ist. Ich möchte ja nächstes Jahr wirklich im Sommer mal sehen, wie es da aussieht in Schweden, in Finnland, in Norwegen. So, dann begrüße ich jetzt auch den neuen Zuschauer aus Russland, der sich angemeldet hat und aus vielen, vielen anderen Ländern, wo man es gar nicht meint. Und bevor das jetzt ausartet in irgendwelche Begrüßungsarien, fange ich ganz einfach mal an. Es geht mal wieder um diese kleinen China-Knechte. Ja, das Problem ist ganz einfach, wenn man diese betreiben will mit diesen Quasselbüchsen von Google oder von Amazon, dann passiert Folgendes. Ich sagt der Quasselbüchse etwas, diesen Dot oder diesen Echo oder diesen Google Home oder was auch immer, vielleicht irgendwann, wenn es Apple schafft, auch mal der Siri-Büchse. Und das, was ich der sage, das geht erstmal zu Amazon oder zu Google. Von da aus kommt es zurück, geht nach China, wird dort in der Cloud wieder verwurstelt, kommt wieder zurück und geht dann erstmal zu meinem Schalter. Das heißt, wenn ich sage, schalt bitte mal auf der Toilette das Licht ein, dann reißt dieses Kommando um die ganze Welt. Nun kann man natürlich Amazon und Google alles Mögliche nachsagen, aber dass sie irgendwelchen bösartigen Sachen machen, dazu stehen sie doch zu sehr unter Kontrolle in der westlichen Welt. Das können sie nicht. Sie können zwar sammeln, kriegen immer wieder einen drüber. So langsam entwickelt sich da ein Gleichgewicht. Was aber in China passiert, das wissen wir nicht. Das schaffen wir auch gar nicht, dahinter zu gucken. Wenn man aber jetzt China ausblenden möchte und möchte nicht, dass sie wissen, wann ich wieder aufs Klo gehe oder ins Bett gehe oder sonst wohin, dann muss man ein paar Dinge tun, um nicht mehr in die Wolke nach China zu müssen, sondern die Geräte selbst ansprechen zu müssen. Das heißt noch nicht, dass ich sie dann wieder mit den Quasselbüchsen bedienen kann. Das ist nicht ganz so einfach. Schauen wir uns aber erstmal an, was ich hier wieder fabriziert habe. Ich habe hier ein solches Teil und wenn wir da genau drauf gucken, das ist so ein TH10 oder ein T10, der hat hier kein H, da ist hier an der Seite dieser Anschluss, der ist kaputt, abgebrochen, der Kunststoff daran. Liegt ganz einfach daran, das Ding hat einen Wackelkontakt. Ich habe geguckt, wieso, habe nochmal festgeschraubt, hatte immer noch einen Wackelkontakt. Und dann ist mir aufgefallen, hier unten, da waren kalte Lötstellen an diesen Anschlüssen von dieser Schraubklemme. Die habe ich dann erstmal nachgelötet. Die sahen ziemlich versteckt aus, aber es hat eben gewackelt, wie die Natur eines Wackelkontaktes eben ist. Nachdem ich sie nur nachgelötet habe, habe ich anschließend die Kabel ein bisschen fester angezogen und wutsch, war genau hier diese Schraubklemme kaputt. Das heißt, ich habe mir das mal angeguckt, es ist wirklich billiges Material, man muss das Ding jetzt auslöten und gegen eine Qualitätsklemme ersetzen und gut ist es. Dann sollte er einfach wieder funktionieren. Geflasht ist er schon. Das ist ja auch das Thema, über das wir sprechen wollen. Wie macht man das denn nun? Nun, darauf ist ja ein Arduino-kompatibles, geklautes, nachgebautes oder wie auch immer oder lizenziertes Modul, welches eben Arduino-artig sich verhält zur Außenwelt. Und deswegen kann ich das auch flächen. Vorgesehen hat der Hersteller diese Module ja auch schon die Pins dafür. Das ist ein bisschen schwierig zu sehen, aber vielleicht können wir es hier erkennen. Da ist der Elko. Und oberhalb des Elkos, da sind die Leisten vorbereitet. Vielleicht kann man es von hinten noch besser sehen. Da quer rüber sind so 5 silberne Punkte. Wenn ich reflektiere, da kann man sie jetzt sehen. Da die. Und davon brauchen wir 4 Stück. 3,3 Volt und Masse natürlich. Und TX und RX, also eine serielle Schnittstelle, ist hier schon herausgeführt. Ist auch schon ein Port rausgeführt, wenn man noch mehr machen will, Thermosensor anschließen oder sonst was.
So, jetzt muss ich da erstmal eine solche Stiftleiste einlöten. Die hat noch ein paar mehr Pins, die müssen jetzt noch abgebissen werden. Und das habe ich bei dem Modul hier bereits gemacht. Da sind die draufgelötet und da habe ich auch schon Kabel draufgesteckt. Hier, das sind noch zwei offen, zwei Leitungen, will ich noch weiter basteln. Und die gehen hier auf einen kleinen Wandler. Der macht mir aus dem seriellen Signal, was ich hier von der Platine, von dem Sonoff-Schalter bekomme, ein USB-Signal. Hier sollte man noch aufpassen, der Jumper muss auf 3,3 Volt gesteckt sein, sonst könnte es sein, dass ich bald einen neuen Schalter brauche. Das wollen wir vermeiden. Und hier auf der Seite gehe ich dann ganz normal auf USB auf meinen Rechner. So, was mache ich nun auf meinem Rechner? Zeige ich Ihnen gleich. Ich will aber erstmal das mal auf dem Bildschirm schauen. Eine wirklich Quelle und das Beste, was ich im Internet gefunden habe, ist FHEM, das Wiki. Das ist dann, kann man vielleicht schwer lesen, https://wiki.fhem.de. So, und da finden Sie dann auch Sonoff und jede Menge Informationen. Wenn ich jetzt hier runterblätter, also die schreiben das am Anfang, habe ich nicht gesagt, weil ich gehe davon aus, jeder von euch weiß das, der die Sendung guckt. Wenn man dieses Teil programmieren will, immer den Strom abklemmen. Hier ist ja kein Strom mehr drauf, hier auf dieser Seite ist ja schon abgeklemmt. Und auf dem anderen hier, da habe ich den Anschluss noch dran, aber der steckt natürlich nicht in der Steckdose, wenn ich hier offen damit rumfummel. Immer Strom abklemmen. So, schreiben die hier auch. Muss man wahrscheinlich heute machen. Und wenn wir jetzt hier runterblättern, hier sind die meisten Sonoff-Module beschrieben in dieser Unterabteilung. Das ist der unendlich große Informationspool, den man hier zur Verfügung hat. Da wird auch das, was ich eben gezeigt habe, nochmal vorgestellt. Und wenn wir dann da gucken, da sehen wir auch die Punkte, wo es eben angeschlossen werden muss. Hier sind auch andere Module. Hier sehen wir auch das, was ich eben gezeigt habe, diese Lötpunkte, wo ich die Stifte reingelötet habe. Auch das ist erklärt. Also alles wunderschön. So, wenn ich also jetzt diesen Hardwareanschluss schon gemacht habe und schließe das Ding an meinen Rechner an, wie komme ich denn dann weiter? Nun, ich habe schon was erzählt von Arduino-Kompatibilität des Chips, der da drauf ist. Und deswegen kann ich auch die Arduino-Tools dafür verwenden. Ich habe also jetzt die Möglichkeit, gehen wir mal da drauf, da sind wir ja schon, so so etwas zu programmieren. Ja, es ist sehr schwierig. Man muss also nicht nur das Programm starten, sondern jede Menge Sachen einbinden, konfigurieren, zusammenbringen und so weiter. Es ist natürlich zu machen. Wenn jemand tagtäglich mit sowas umgeht, ist es wahrscheinlich auch nicht das große Problem, sondern einfach nur ein bisschen Arbeit. Manchmal ein bisschen Formular, es müssen auch ein paar Adressen geändert werden und so weiter. Es geht. Aber ich habe gedacht, vielleicht gibt es einen einfacheren Weg. Und ein einfacherer Weg, das wäre zum Beispiel, dass man, das haben wir dann hier im nächsten Bild schon zu sehen, dass wir hier eine Binary, also ein File, welches binär schon so zusammengebastelt ist, dass man es nur noch rüberschieben muss und nichts mehr programmieren und kompilieren und sonstige Sachen. Dass man das macht, geht auf den gleichen Hardware-Weg mit den gleichen Anschlüssen, die wir hier haben. Nur da muss nichts mehr gemacht werden, außer an das Programm zu starten, mit dem man diesen Download durchführen kann und der Rest geht von allein. Jetzt sind aber vor einiger Zeit einige Leute dahinter gekommen, dass diese Module, die ja nun ewig mit China telefonieren und immer fragen, wie das Wetter da ist oder erzählen, was bei uns im Wohnzimmer für eine Temperatur herrscht oder sonst was, dass diese Module eben immer Kontakt haben und immer sagen, hör mal zu Hause, gibt es denn eine neue Software, gibt es denn ein neues Update? Und wenn es ein Update für die Software gibt, na, dann kommt das aus China, wird da drauf geschoben. Muss ja irgendwie auch gehen. Und wenn das aus China geht, bis hier zu uns oder auf die ganze Welt, muss ein einfacher Weg gehen. Und der einfache Weg ist eben, dass man jetzt diese Verbindung nach China, diese Funkverbindung, denn die hängen ja per WLAN über das eigene Heim
WLAN über das Internet mit denen da zusammen, dass man diese Adresse quasi umbiegt. Und dieses Umbiegen der Adresse über die Luftschnittstelle auf einen eigenen Rechner draufsetzt und dann von dort aus, wenn die Anfrage kommt, erstmal eine kleine Datei darüber schiebt, die dann aufgerufen wird und dann das richtige Betriebssystem nachlädt. So, und das haben wir auch. Moment, ich gehe mal hier ein Stückchen weiter. Da oben war noch ein. Also hier haben wir jetzt das ESP-Tool, das ist das, wovon ich eben gesprochen habe, dass man da einfach die Binary eben rüberschieben kann. Wenn Sie danach suchen im Internet, das ist eine sehr ausführliche Beschreibung, das ist wirklich gut gemacht, kann man einfach nachvollziehen. Und dann haben wir die OTA, diese Zone-OTA. Die finden Sie bei GitHub im Internet. Auch da ist alles sehr umfangreich beschrieben, obwohl es relativ einfach ist, müsste ich jetzt tiefer reingehen. Das ist eine Möglichkeit, da braucht man natürlich dieses Modul gar nicht aufzuschrauben. Das bleibt also fest in seinem Gehäuse drin und kann auch angeschlossen bleiben, muss sogar am Strom bleiben, ist ja auch vollkommen ungefährlich, wenn der Strom, der ja hier fest angeschlossen sein muss und nicht mit Steckern, so wie ich das hier zum Vorführen mache. Und dann ist das ja abgekapseltes System, braucht Strom und wird über die Luftschnittstelle versorgt mit einer neuen Software. So, wenn die jetzt da drauf ist, diese Software, es gibt übrigens verschiedene, auch das kann man sich im Internet aussuchen. Wenn Sie diesem Weg folgen mit das, was ich im Eingangs gezeigt habe, mit dieser Adresse, werden Sie überall hingeführt. Sie können also sich diese Informationen nach Belieben herausziehen. Und wenn Sie jetzt diese Software da drauf geschoben haben und gestartet haben, dann können Sie dieses Modul über eine Internetadresse, muss natürlich erstmal sich anmelden an das heimische Internet, das heißt verschiedene Wege, am einfachsten ist es mit WPS, dass Sie an Ihrem Router WPS drücken und das Ding in diesen Modus schalten, das geht über Tastendrücke. Hier gibt es also, ich glaube, 7 verschiedene Tastencodes. Und es gibt noch einen, wenn man da zu lange drückt, dann geht er wieder in seinen Ursprungsmodus. Nicht die Ursprungssoftware, sondern in den Default-Werte. Und dann meldet es sich an und das war's. Und dann können Sie über die Schnittstelle, über die Luftschnittstelle, über WLAN und die IP-Adresse, die dem Ding dann verpasst worden ist, darauf zugreifen. So, und die sieht dann so aus, diese Oberfläche. Der hier hat jetzt bei mir im heimischen Netz die IP 192.168.0.111. Ja, und dann kommt eben diese Web-Oberfläche von diesem kleinen Teilchen da. So meldet er sich und da steht jetzt Zone off und unten drunter off. Warum steht da off? Ich zeige es Ihnen, wenn ich jetzt hier auf den Taster drücke, so wie vorher auch, dann macht der Klick und wenn wir Glück haben, dann wird auch auf dem Bildschirm das auf On gehen, aber da ist er, ja. Es dauert ein klein wenig, er muss da auch ein paar Umwege gehen. Nicht mehr über China. Das muss man jetzt klar dazu sagen, sondern das geht alles über das heimische Netzwerk. Das muss das eigene Haus nicht mehr verlassen. Und na, so, und jetzt ist er wieder auf Off gegangen. Das ist natürlich jetzt auch die Geschichte, dass man mit diesen Quasselbüchsen das da erstmal nicht mehr bedienen kann. Das ist ein bisschen komplizierterer Schritt, den man dann gehen muss. So, schauen wir uns das auf dem Bildschirm an. Ich bin jetzt quasi auf diesem Modul. Mit Toggle kann ich das machen, was ich eben mit dem Taster auf den Dingen gemacht habe. Umschalten von On auf Off und wieder zurück. Manchmal wieder noch nicht so richtig. Ah ja, jetzt. So, Konfiguration ist doch relativ umfangreich. Ich kann verschiedene Sachen hier einstellen, zum Beispiel MQTT, das Protokoll haben wir ja auch schon drüber gesprochen und ähnliche andere Sachen. Also da muss man dann sehen, wie man diese Module einsetzen will, wofür man sie einsetzen will, womit man sie steuern will, ob es in die Hausautomation an eine bestehende eingebunden werden soll oder wie auch immer. Informationen ist klar, da kriegt man jede Menge irgendwelchen Kram darüber. Und dann
haben wir noch etwas, und zwar nachdem dieses Modul jetzt geflasht worden ist, habe ich die Möglichkeit, ein Firmware-Update ganz einfach zu machen. Ich brauche dieses Ding nie mehr auseinanderzunehmen, sondern ich habe hier die Möglichkeit, einfach wieder ein File, wie vorher mit dem Binary, das ich da beschrieben habe, rüberzuschieben. Und ich kann dem auch noch ein bisschen zusehen, was er eigentlich so macht. Das sehen wir mal. Wenn ich hier auf Konsole gehe. So, da können Sie was sehen. Ja, er findet jetzt seinen Server nicht, den ich da angegeben habe. Das macht aber auch gar nicht, den braucht er auch gar nicht. Wenn ich jetzt hier auf die Taste drücke, so, und dann können Sie erkennen, dass hier das Protokoll, was hier mitgeschrieben und rausgegeben wird, dass sich da etwas ändert, wenn er denn den Tastendruck annimmt. So, also jetzt zeigt er mir da unten an, Power off. Und jetzt wieder on. Und diese Kommandos kann ich Ihnen dann natürlich auch ganz einfach auf die IP-Adresse schicken. Das heißt, ich kann im Grunde genommen mit dem kleinsten Skript kann ich dieses Teil jetzt aus der Ferne über mein WLAN schalten und starten. Einen letzten Blick will ich Ihnen aber auch noch geben. Und zwar, wenn wir mal hier auf, muss ich auf die andere Oberfläche gehen. Das war jetzt klar die verkehrte. Damit Sie mal sehen, wie diese Übertragung dann funktioniert, wenn ich das Ding also über WLAN, über die Luftschnittstelle den einfachen Weg programmieren will. Und da habe ich hier ein Python-Skript, das finden Sie auch fix und fertig im Internet. Und wenn ich das jetzt aufrufe, dann will er von mir noch IP-Adresse haben. Da kriegt er alles nicht. So. Also. Und jetzt die SSID und das Passwort. So, und jetzt fängt er an zu suchen. Und das war es eigentlich schon. Wenn Sie jetzt die Datei richtig bereitgestellt haben, wird er das Modul finden unter der IP-Adresse und dem Passwort, was ich mir jetzt gar nicht gegeben habe, und schiebt dann diese Datei als neues Betriebssystem rüber. Einfacher geht es nicht und vor allen Dingen sicher. Das kann auch der machen, der nur weiß, dass man ein elektrisches Kabel nicht reinbeißen darf. Der lässt es einfach an der Wand fest angeschlossen und kann das dann ändern. Ja, das wollte ich eigentlich nur mal sagen. Man kann China ausblenden, nur jetzt können Sie das Ding erstmal nicht mehr mit dem Echo oder mit Google oder sonst was bedienen. Das wäre ein weiterer Schritt, der ist dann noch ein bisschen komplizierter. Also hier müsste man noch etwas tun, denn wir müssen ja die Cloud, die in China ist, jetzt bei uns zu Hause ersetzen. Sprechen wir irgendwann ein andermal drüber. Das war es erstmal, was ich Ihnen zeigen wollte. So, und jetzt will ich Ihnen aber noch etwas zeigen. Das nächste Thema, was ich vorbereitet habe, naja, das ist ein Thema, muss man sagen, es ist zwiespältig, für mich jedenfalls zwiespältig. Ja, ich weiß nicht, wie soll ich es meinem Kind sagen. Ich war bei IKEA. Gut, ich bin lange nicht mehr da gewesen. Es war schon stressig genug. Und dann an der Kasse, das war ein Chaos für sich, obwohl die so Selbstbedienungskassen haben, aber das dauert dann länger als an der Kassiererkasse. War also nicht das große Erlebnis. Ich wollte drahtfrei, also eine schnurlose Lösung von IKEA haben. Gibt es da einzelne Glühlampen, sind es ja nicht mehr, es sind ja LED-Lampen. Dazu, die kann man dann einschrauben, da gibt es eine Fernbedienung dafür. Die waren sehr preiswert, kostet ein Stück mit 980 Lumen, wie viel war es? Ja, 20 Euro. Dazu gibt es eine Fernbedienung. Auch in dieser Größenordnung, auch so um die 20 Euro. Und dazu gibt es dann, wenn man das an das heimische Netzwerk anbinden muss, eine solche überdimensional große Büchse, ein sogenanntes Gateway und Kabel und Netzteil und so weiter und so weiter. Sieht ja erstmal alles so ganz gut aus. Dann Fernbedienung. Habe ich gedacht, naja, wollte ich ja gar nicht, aber die war im Paket drin. Im Paket kostet das alles zusammen 75 Euro. Habe ich gesagt, nimmst du das Paket? Ich will ja mal sehen, wie es funktioniert, wie ich es einbinden kann, ob ich es auch mit Google Home oder mit Alexa Echo bedienen kann und so weiter. Dafür ist ja dann auch diese
ja, Zugriffspunkt, dieser Konzentrator oder wie auch immer man dieses Gateway nennen will, notwendig. Dazu gab es vier Fernbedienungen. Quatsch, vier Fernbedienungen. Vier Bedienungsanleitungen. Gucken Sie mal, was ich hier auf dem Tisch liegen habe. Da habe ich einmal eine Bedienungsanleitung für diese Fernbedienung. Dann habe ich einmal eine Bedienungsanleitung für diesen großen Deckel da, für dieses Gateway. Dann habe ich einmal eine Bedienungsanleitung, die war natürlich zweimal dabei, für die Glühlampen und die nicht Glühlampen, LED-Lampen, ja, oder. Und habe einmal eine für das System. So, naja, wo fange ich denn an? Die Verpackung, das ist die Katastrophe für sich. Eine Plisterverpackung, alles eingeschweißt. Derart hart. Habe ich hier noch die Schrammen an den Fingern. Man musste mit einer Schere und mit Gewalt das Ding aufschneiden und mit Gewalt auseinanderreißen. Sowas Beklopptes habe ich noch nicht gesehen. Dann habe ich gedacht, guckst du mal in die Bedienungsanleitung. Fand ich jetzt wunderschön. Da haben wir gleich in der Bedienungsanleitung, wie man so elektronische Sachen da macht, welchen Schraubendreher ich brauche, Kreuz und Schlitz und wie ich dann die Ecken von diesem Holzkram, der ja gar nicht dabei war, zusammen mache. Der Rest ist wie üblich mit Schrauben und was weiß ich und was ist alles dabei. Und dann soll ich eben, wenn ich das habe, die Applikation herunterladen. Irgendwo von Google oder was weiß ich wo. Und da würde alles drinstehen, wie es denn weitergeht. Ja, habe ich gedacht, gut, machen wir mal. Erstmal geht es ja los, dass ich diese Sachen in irgendeiner Art miteinander verheiraten muss. Und da fängt man dann an mit der Fernbedienung. Und zwar sieht die so aus. Jetzt muss ich dazu sagen, die Technologie hier, das ist Zigbee. Also ein. Das ist so ein Teller, den kann man an die Wand schrauben. Der ist magnetisch, da hält diese Fernbedienung dran. Und dieses Zigbee arbeitet im 2,4 GHz-Bereich, ist also nicht WLAN und arbeitet sehr energieeffizient mit einem robusten Protokoll. So, und da muss man dann erstmal in die Fernbedienung hier die Batterie einlegen. Eine Zelle ist es eigentlich nur. Und dann gibt es hier einen Knopf. Dieser Knopf, das Wichtigste eigentlich daran, weil den muss man viermal hintereinander drücken und dann muss man wieder lange drücken und dann muss man, was weiß ich nicht, und jedes Mal, wenn man ein neues Teil anlädt, muss man diesen Deckel da rausmurksen. Der ist schon ein bisschen fest da drin. Am Anfang hatte ich Angst, das aufzumachen, habe gedacht, egal, Garantie drauf, hau ruck. Und siehe da, es hat funktioniert. Und auch beim Zumachen ist er doch kräftig dabei. So, wenn ich jetzt diese Dinge angelernt habe, dazu muss ich dann den viermal drücken, in den Lernmodus gehen, anschließend so lange drücken und hier daneben halten, bis die sich gepaart haben. Dann blinkt die Lampe ein paar Mal und so weiter. Dann kann ich sie einschalten. Dann kann ich sie auch wieder ausschalten. Dann kann ich sie heller machen und dunkler machen. Und an diese Fernbedienung kann ich bis zu 10 dieser Leuchtmittel anlernen. Ich kann den Farbton ändern. Dummerweise geht er hier immer über 0 und wieder auf Maximum und nicht bis zum Anschlag. Er hat zwar nur 3 Stufen, aber egal. Und ich kann auch wieder ausschalten. Bis zu 10 dieser Leuchtmittel kann ich anschließen, habe ich gesagt. Es gibt aber hier keine Zehner-Tastatur. Es gibt gar keine Möglichkeit zu sagen, ich möchte nur die oder nur die. Geht gar nicht. Müsste ich eine andere Fernbedienung dafür haben. Naja, gut. Es ist eben das schwedische Erlebnis. Hier ist noch eine Klebefolie, wenn ich nicht schrauben will oder so. Aber ich wollte es ja eigentlich in das Netzwerk zu Hause reinhängen. Also habe ich mir auch diese Applikation geladen. So, und dann habe ich jetzt hier, nachdem ich das angelernt habe, so eine wunderschöne Bedienung als Anleitung. Jetzt sind zwei dieser Leuchtmittel hier angemeldet. Dann bekomme ich hier das eine, kann einschalten und wieder ausschalten. Wenn es denn ginge, ja, ich muss ja zielen hier von der Seite. Ich gehe auf die andere Lampe und schalte die ein.
Ich kann natürlich auch beide einschalten. Ich habe hier auch die Möglichkeit, so einen ganz dünnen Strich, der hier ist, den kann ich hier hochschieben und dann wird sie heller und runter, runterschieben. Ging auch mal. Na, ja, Touchscreen. Das ist ja, naja, soweit noch in Ordnung. Ist alles ein bisschen grob. Jetzt habe ich das aber ausprobiert. Alles installiert, alles gemacht und Anbindung gemacht. Es hat lange gedauert, bis ich herausbekommen habe, wie ich denn diese Sachen, die jetzt hier funktionieren, an Alexa anbinden kann. Da muss man wirklich ja, irgendwo drauf kommen. Das habe ich also nicht in dieser App und nicht in der Anleitung gehabt. Da hat man hier ganz oben rechts in der Ecke ein ganz kleines Zahnrad. So, und auf dieses Zahnrad da oben, da muss ich draufklicken und dann muss ich hier auf, wie heißt das, Integration nennen, draufgehen. Und wenn ich auf Integrationen bin, da habe ich dann die Möglichkeit, eine Verbindung zu einem Skill, den ich natürlich vorher bei Amazon geladen habe, so herzustellen. Und dann funktioniert es. Funktioniert gut. Überhaupt kein Problem. Alles klar, alles sauber, alles einwandfrei. Alexa, schalte IKEA 1 aus. Geht nicht, warum? Ja, die Stammzuschauer wissen es. Mein Ding heißt Computer, weil ich mag Markennamen nicht. Also, schalte IKEA 1 aus. Computer, schalte IKEA 1 aus. Okay. Computer, schalte IKEA 2 aus. Okay. Computer, schalte IKEA 1 auf 50%. Okay. Computer, schalte IKEA 1 heller. Okay. Computer, schalte IKEA 1 kalt. Okay. Jetzt hat sich hier die Farbe geändert. Ist ein bisschen hell für die Kamera. Computer, schalte IKEA 1 25%. Okay. Computer, schalte IKEA 2 25%. Okay. Computer, schalte IKEA 2 kalt. Okay. Computer, schalte IKEA 1 warm. Okay. So, was passiert? Nix. Computer, schalte IKEA 2 warm. Okay. So, jetzt sehen Sie den maximalen Farbunterschied, den die beiden haben. Das soll wohl bei irgendwo 3700 und 5000 Kelvin liegen. Grob abgestuft reicht für einfache Zwecke aus. Wenn man irgendwelche Enthusiasten hat, die nun gerne in dem einen Raum die eine Lampe bei 73,4% haben möchten und die andere bei 92,6%, dafür ist es nicht gedacht. Man muss es in Relation zum Preis sehen. Für den Preis ist es soweit in Ordnung. Es gibt aber einige Probleme. Wenn es läuft, läuft es. Das möchte ich dazu sagen. Aber wenn ich hier zum Beispiel sage, ich habe ja die eine warm geschaltet. Jetzt gucken wir uns mal an, was ich mit der IKEA 1, also mit der hier, wenn ich hier sage, Computer, schalte IKEA 1 wärmer. Okay. Hat es wärmer gemacht. Computer, schalte IKEA 1 wärmer. Okay. Na, war schon auf ganz warm, ist gleich ganz hoch gegangen. Aber jetzt umgekehrt, Computer, schalte IKEA 1 kälter. Ich weiß nicht, wie ich diese Einstellung für IKEA Lite 1 machen kann. Eine Macke, irgendwo im Skill. Computer, schalte IKEA 1 kalt. Okay. Das kann er wieder. Also wärmer in Stufen geht, kälter in Stufen geht nicht. Warm und kalt geht. Und die Helligkeit kann ich auch entweder mit irgendeiner Applikation oder auch per Sprache in 25% Schritten machen. Wenn ich sage, Computer, schalte IKEA 1 40%. Computer, schalte IKEA 1 50%. Okay. Was macht er? Also 25, 50, 75, 100 geht einwandfrei. Wärmer geht auch.
Kälter geht nicht. Warm und kalt geht. Jetzt Okay. habe ich aber folgendes Problem gehabt. Das habe ich alles vorbereitet, hat alles funktioniert. Komme jetzt hier ins Studio in ein anderes Netz, melde diese Sachen hier in dem anderen Netz an. Da hat natürlich, das ist ein Repeater hier, der hat eine ganz andere MAC-Adresse oder was weiß ich auch immer. Und es ging nichts mehr. Null. Gar nichts. Ich habe es dann hinbekommen, nachdem ich, man muss, wenn man diese Applikation hat, diese Büchse hier, die ja per Kabel am Netzwerk hängt, weil sie kein eigenes WLAN hat, und hier per USB im Netzteil, da muss man hier hinten drauf diesen Code scannen mit der Applikation da drin. Und dann fragt er wahrscheinlich irgendwo in Schweden nach, hinter Elchhausen oder wo auch immer, ob denn das nun alles so richtig ist und sagt mir herzlichen Glückwunsch, hast gewonnen. Die meiste Zeit funktioniert es nicht, aber so zwischen 10 und 20 Mal hat man dann Glück, dass man beglückwünscht wird. Wenn man das gemacht hat, angeschlossen hat, und es läuft und ich wechsle jetzt irgendwie meinen WLAN, ja, dann wird es schwierig. Sehr schwierig, weil er hat keine Verbindung mehr zu Alexa. Der Skill von Amazon sagt, alles okay, alles prima, ich sehe dich, schön. Führt Kommandos aus, aber sie kommen hier nicht an. Habe ich gedacht, okay, dann versuche ich es von der anderen Seite. Hat man hier geguckt, die Verbindung von dem Gateway zu Alexa wird behauptet in der Applikation, alles in Ordnung. Da habe ich gedacht, okay, also machen wir das so wie früher, installierst den ganzen Scheiß nochmal neu, nachdem ich 50 Mal probiert habe. Habe also die abgelöscht und habe sie neu installiert und plötzlich die Kante wieder, ihre Lampen und alles. Das heißt, die Daten waren nach wie vor vorhanden. Nicht auf dem Rechner, sondern möglicherweise irgendwo im Wald in Schweden, in irgendeiner Cloud, die sie da aufgebaut haben. Und ich konnte nicht diese Sachen ja, neu einstellen. Ich musste dann in einer installierten, nicht funktionsfähigen, mit Alexa nicht funktionsfähigen Version alle Daten löschen, weil ich konnte noch nicht mal die Verbindung trennen, obwohl keine Verbindung bestand. Hat er mir angezeigt, er hätte eine Verbindung, wollte ich die Verbindung trennen, hat er gesagt, geht nicht, ich habe ja keine Verbindung, willst du es nochmal versuchen? Also musste ich mit einer installierten, nicht funktionierenden App erstmal alle Daten löschen. Nachdem ich die alle gelöscht hatte, dann konnte ich wieder neu anmelden. Also, Möbel können Sie ja bauen und Imbusschlüssel richtig kröpfen, das können Sie auch. Aber hier, da muss noch einiges passieren. Man ist wohl hier oder versucht hier auf einen Zug aufzuspringen, weil ja nun Sprachsteuerung und Cloudsteuerung und so weiter mit einer derartigen Macht über uns hereinbricht, dass viele da mittanzen wollen auf dieser Hochzeit. Allerdings ist vieles mit der heißen Nadel gestrickt. Also die Applikation ist eher bescheiden. Der Gesamtablauf der Installation ist nicht durchdacht. Die Anleitung, gut, die kann ich nehmen, wenn ein Tisch wackelt und da drunter legen. Für viel mehr taugt sie nicht. Der Rest soll über die Applikation gehen. Ich muss also immer auch im Internet sein. Na, was sage ich jetzt dazu? Also wenn ich jetzt einmal so ein Starter-Kit habe und wenn es mir gelungen ist, das irgendwo in Netz zu bringen und wenn ich meinen WLAN nicht ändern will, gut, ich nehme die Sachen nicht mit in ein anderes Haus normalerweise, dann ist es natürlich sehr einfach, dass ich einfach ein anderes Leuchtmittel dazu kaufe und das irgendwo im Haus in der Reichweite von Zigbee hinhänge. Denn dieses Teil und die Fernbedienung und diese Lampen, die unterhalten sich per Zigbee, diesen Dienst, weil ich am Anfang gesagt habe, im Frequenzbereich, wo auch WLAN liegt. Und dann hänge ich die irgendwo hin, melde die an, indem ich mit der Fernbedienung ganz nah, 2 Zentimeter nah, da rangehe. Und dann ist sie im Netz drin. Also das ist dann einfach, das funktioniert dann auch. Ich kann sie dann immer noch nicht einzeln mit der Fernbedienung schalten, kann sie über die Applikation aber schalten, kann sie aber auch über Google oder Amazon schalten. Irgendwo vom Preis her gegenüber Osram und Philips ein deutlicher Vorteil. Vom Einrichten her, von der gesamten Sache her, von der Technologie her nicht so wirklich gut.
die neuen Echo Dot von Amazon. Das sind die mit dem Plus dahinter. Die schreiben das aber aus, PLUS. Die haben Zigbee hardwaremäßig eingebaut. Damit kann ich also meine Philips Hue und so weiter direkt steuern, denn die brauchen ja auch noch so ein Gateway, so eine Büchse dazwischen. Und da brauche ich das nicht mehr. Und damit kann ich auch diese Lampen steuern. Das ist zwar erst nachgerüstet worden von IKEA. Am Anfang haben sie ihr eigenes Protokoll gefahren, war noch nicht kompatibel zu Philips und so weiter. Ist aber jetzt behoben und ich kann die auch. Ich habe es leider noch nicht probieren können, mit den neuen Amazon-Büchsen steuern. Es muss aber Amazon Echo Plus dahinter stehen. Nur dann haben sie diese Technologie. Ja, dann wird die Sache natürlich einfacher. Dann brauche ich sowas nicht mehr. Und Fernbedienung sowieso nicht. Warum soll ich so 10 Lampen mit einmal schalten? Gut, wenn ich einen Kronleuchter habe, der mir ab und zu aufgehen soll, wäre das vielleicht sinnvoll. Aber dann kann ich auch in der Applikation Gruppen bilden. Eine sehr preiswerte Lösung, die stabil ist. Die Helligkeit der Lampen ist wirklich erstaunlich. 980 Lumen ist schon was. Und für mich reicht die Anpassung der Farbtemperatur in 3 Stufen vollkommen aus. Damit kann ich umgehen, mit dem Preis kann ich umgehen, gefällt mir sehr gut. Und der Rest, naja, vielleicht lernen Sie nicht nur Möbelanleitungen zu schreiben, sondern auch noch dafür. Sie wollen ja was werden. Ich greife unter den Tisch. Und was hole ich da raus? Ja, ganz klar, Bitty hole ich da raus, weil wir sind am Ende der Sendung angekommen. Ich habe noch was vergessen. Ich muss Bitty mal hier hinstellen. Da, bleibt da sitzen. Thomas Ritter hat gesagt, also zu jedem Paket, zu jeder Bestellung legt er auch die neuen Aufkleber dazu. Ich bin da einige Male gefragt worden, wo man die herbekommt. Also bei jeder Bestellung sind sie jetzt auch dabei. Und man sollte mal sehen, bei diesem Wetter, was wir im Moment haben, die Schirme mit den neuen Logos sind ja auch da, sind ja auch fertig. Also wer noch etwas braucht, wer noch irgendjemanden beschirmen oder beschützen will, schauen Sie einfach mal bei uns in den Shop hinein. Die Spender, bei denen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich, dass sie wieder dafür sorgen, dass wir hier weitermachen können, dass ich auch solche, naja, noch nicht perfekten Sachen wie IKEA-Kram kaufe und trotzdem Spaß damit habe und dass ich vor allen Dingen das vorstellen kann, damit jeder so ungefähr weiß, was auf ihn zukommt. Am besten schicken lassen, denn an der Kasse, das macht keinen Spaß bei IKEA. Das war's für heute. Ich tue den Daumen nach oben und sage immer ein Weihnachtsbitti übrig behalten und würde mich freuen, wenn Sie in 2 Wochen wieder dabei sind. Und tschüss.